Hallo und willkommen bei einem neuen Tutorial im Museumsatelier des Wilhelm-Hack-Museums. Heute zum Thema Collage. Vielleicht kennt ihr diese künstlerische Technik schon. Das Wort Collage kommt vom französischen Wort coller, das bedeutet kleben. Und heute sind unsere Materialien, wie uns dieses Wort jetzt schon verrät, nicht Pinsel und Farbe, sondern Schere und Klebstoff. Und bevor wir selbst eine Collage anfertigen, gehen wir zunächst einmal eine Runde ins Museum und schauen uns dort eine Collage im Original an. Wir sind jetzt im Museum und stehen vor einer Collage vom japanischen Künstler Kensuke Koike. Dieser Künstler macht ganz besondere Collagen. Und zwar benutzt er nicht, wie viele andere Collagenkünstler, mehrere Fotografien, um daraus wieder etwas Neues zu machen, sondern er benutzt immer nur eine Fotografie. Und er selbst nennt diese Collagen Switch Images, das bedeutet Wechselbild oder Tauschbild. Und er nennt sie deswegen so, weil man immer wieder zum Ursprungswerk zurückkehren kann. Und bei genauem Hinsehen erkennen wir auch in etwa, wie diese Collage gemacht ist. Wir sehen, dass sie in ganz viele feine Streifen geteilt wurde und dann neu zusammengesetzt. Und wir erkennen auch eine Frau und dann noch hier unten so einen Reifen. Und irgendwas stimmt aber in diesem Bild nicht. Wir merken, das Motiv wurde verändert und irgendwie hat der Künstler mit der Anordnung der Streifen gespielt. Und wir wollen jetzt probieren, selbst im Museumsatelier solch eine Collage zu erstellen und damit dem Künstler so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Wir sind zurück im Museumsatelier und starten jetzt mit unserer eigenen Collage. Ich erkläre euch zunächst einmal, was ihr alles dafür braucht. Ihr benötigt einen Bleistift, ein Lineal, eine Schere, einen Klebestift und ein Papier, auf dem ihr nachher eure Collage aufkleben könnt. Und das Wichtigste, ihr braucht eine Fotografie. Das ist der erste und der wichtigste Schritt bei einer Collage, dass ihr euch für ein Motiv entscheidet. Ich habe hier ein Porträt des Künstlers Plessy ausgewählt. Ihr könnt jetzt verschiedene Fotos wählen. Ihr könnt eines nehmen, wo ihr selbst mit drauf seid oder ein Foto, was ihr gemacht habt. Oder aber ihr sucht euch eine Zeitschrift oder Zeitung und versucht da ein Foto zu finden, was euch einfach anspricht. Und das schneidet ihr aus und das ist dann Ausgangsmaterial für unsere Collage heute. So, als erstes wird euer Bild in Streifen eingeteilt. Ich habe das schon vorbereitet und ihr könnt hier sehen, dass ich es gleichmäßig in 1 cm breite Streifen geteilt habe. Je genauer ihr das macht, desto besser. Und ich empfehle aber, nicht dicker mit den Streifen zu werden als 1 cm, weil sonst der gewünschte Effekt nicht so gut funktioniert. Ihr seht außerdem, dass ich die Streifen nummeriert habe. Dabei müsst ihr jetzt besonders darauf achten, dass ihr das nicht wie gewohnt von links nach rechts nummeriert, sondern andersrum, von rechts nach links. Und wenn ihr das gemacht habt, dann schneidet ihr eure Streifen aus und legt sie wieder so, wie euer Foto auch wirklich ist, auf ein Blatt Papier. Unser Motiv liegt jetzt wieder, eigentlich so wie vorher, auf diesem Blatt bereit. Ihr seht, es ist einheitlich in Streifen geteilt und von der Ordnung noch so, wie wir es vorher auch hatten. Wenn wir uns jetzt an die Collage von Kensuke Koike erinnern, dann haben wir dort ja festgestellt, dass irgendwas an der Anordnung verändert wurde und es so einen Effekt gab, der so ein bisschen wirkte, als würden wir durch ein Gitterfenster schauen. Und ich zeige euch jetzt, wie man diesen Effekt erzeugt. Dazu nehmt ihr den letzten Streifen und stellt ihn an erster Stelle. Und das wiederholt ihr jetzt mit allen Streifen. Ihr setzt die nebeneinander und könnt dann auch schon langsam beobachten, was mit eurem Motiv passiert. So, ich lege jetzt nochmal das Originalfoto oben drüber. Und ihr könnt jetzt sehen, was aus unserer Collage entstanden ist. Wir können hier in dem Fall den Künstler noch sehr gut erkennen, aber das ganze Foto
ja, ist wie durch ein Gitterfenster unterteilt. Ihr könnt das natürlich noch festkleben, sucht euch dafür einen Untergrund aus und dann könnt ihr eure Collage fixieren. Und wir sind ganz gespannt auf eure Ergebnisse, schickt uns die gerne wieder zu und vielleicht findet ihr auch noch andere Möglichkeiten, aus diesen Streifen tolle Kunstwerke zu erstellen. Ich zeige euch dafür jetzt noch zwei weitere Beispiele. Denn aus Streifen lassen sich noch verschiedene andere Arrangements machen. Hier zum Beispiel seht ihr eine Technik, bei der jeder zweite Streifen auf den Kopf gestellt wird. Oder aber ihr nehmt zwei verschiedene Bilder, unterteilt sie in Streifen und wechselt dann immer ab und habt so eine Kombination. Also ihr seht, aus Streifen kann man ganz tolle Collagen erstellen. Und wir sind gespannt, was ihr zu Hause daraus macht. Viele liebe Grüße aus dem Museum und bis bald!